runterlächeln. Einmal nach rechts hier. Hier, schön nach rechts. Wunderbar. Und noch einmal leicht links zu mir, bitte. Ich begrüße Sie. Wir versuchen uns kurz und knapp. Ich höre, Ihre Stimme ist angegriffen. Henseburg hat zu viel gemacht mit der Stimme. Ja, denke ich mir. Henseburg, so ein Preis-Lebenswerk, was bedeutet der Ihnen? Steht das drauf? Ja. Nee. Ich weiß nicht, ob es draufsteht. Doch, schauen Sie nochmal gemeinsam an. Doch, ja, steht drauf. Ja, ich hoffe, ich kriege noch einen. Nicht? Ich mache ja noch weiter. Ich mache nicht mehr so viel wie früher, aber immer noch ein abendfüllendes Programm mit 20 Musikinstrumenten, die zum Teil selbst gebastelt haben. Es macht so einen Spaß, nicht immer ganz lang mit der Klampfe. Was ist, wenn man so lange so gut dabei ist, was ist da das Erfolgsgeheimnis? Kann man das sagen? Ich sage immer, solange Publikum kommt, mache ich weiter. Wenn keiner mehr kommt, dann muss ich aufhören. Wie halten Sie sich fit für diesen Lebensmarathon? Naja, Marathon habe ich früher oft gemacht, insgesamt 21 Läufe. Aber jetzt mache ich sehr wenig, nur spazieren gehen, ja. Was wünschen Sie sich, wenn Sie jetzt heute hier so stehen, für die Zukunft? Ja, dass so, so lang geht, wie ich noch Lust habe. Ja. Ist ja klar, wenn man neue Lieder macht, dann will man auch, dass sie andere hören, sonst... Wenn man auf einer Insel leben würde, würde nie Publikum kommen, würde man 4, 5 Lieder machen, dann würde man aufhören, nicht? Kinder machen ist ein gutes Beispiel. Ist Weihnachten bei Ihnen auch Fest der Liebe oder ist das eher so nebensächlich? Weihnachten, Erinnerungsfest. Schönste Weihnachtsfest war 1943, damals noch in Insterburg in Ostpreußen. Wunderbar, wunderbar. Und alle anderen waren da nicht mehr so. Deswegen feiere ich immer alleine Heiligabend und denke an 1943. Gibt es in Ihrer Karriere einen wunderschönen Moment, wo Sie sagen, das werde ich niemals vergessen? Ja, es gab eine Folklore-Kneipe, die Stanis Pan. Und da hat man Karl Dall und Peter Elibach kennengelernt. Ich war mit Jürgen Barth zusammen. Und da sagte ich, singen wir doch mal ein Lied zusammen, zu viert. Die beiden hatten immer Erfolg, wir beiden. Als das Klatsch, Klatsch, Enkelchen, Opa, wenn sie Enkelchen, das gesungen hat, das stand, die haben die gebrüllt. Und da dachte ich, eben haben wir eine neue Tür aufgestoßen, so müssen wir es immer machen. Dann hat es noch ein halbes Jahr gedauert, bis wir dann völlig eine Gruppe waren, ja. Das war der schönste Moment, ja. Toll. Wie, haben Sie zu Karl und dem Rest der Truppe regelmäßig in Kontakt? Ja, ja, wir telefonieren. Die wohnen 4 Kilometer von mir entfernt. So. Karl wohnt ja in Hamburg und so, aber wir telefonieren öfter. So. Zu meinem 80. Geburtstag, da waren sie da in der kleinen Weltlaterne. Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie sich treffen? Wird da über die alten Zeiten geredet oder wie geht das dann zur Sache? Naja, also jedem fällt was an. Ich habe ja meine Lebenserinnerungen geschrieben, hörte man am Radio, dass man die mit 60 und nicht später, weil man dann so viel vergisst, nicht? Da erstaunlich, jeder hat immer kann sich an etwas anderes erinnern und so. Das war dann so Kleinigkeiten so, nicht? Manchmal auch nur so für uns unter uns. Ja. Was wären Liebesgeschichten und so, ja. Liebesgeschichten, was jeder von Ihnen erlebt hat? Naja, was wir zusammen, gemeinsam erlebt haben. Ach so, ja, schon wieder zu viel verraten, ja. Aber das macht nichts. Ich kann mir vorstellen, bei Ihnen, als Sie jung waren, ging es richtig zur Sache, oder? Die waren ja alle verheiratet. Ich hatte ja 5 Jahre Volksschule in Innsbruck, 4 Jahre Einheitsschule in Bernburg, 4 Jahre Oberschule in Bernburg und dann 4 Jahre Kunsthochschule, war 4 Jahre verheiratet. Damit war meine Ausbildung abgeschlossen, ja. Und die anderen, die hatten ja nur keine Liebeserlebnisse mehr, weil wir verheiratet waren. Nur noch ich, ja. Was wären Ihre Ratschläge für die, ich sag mal, Kleinkunst, auch Sangeswelt von heute? Hat sich da in Ihren Augen viel verändert? Würden Sie es anders machen? Naja, damals ging das, da hieß das Liedermacher und so. Ich nenne mich seit ein paar Jahren Musikkabarettist, nicht so Musikkabarett. Also richtig schön, nicht bloß immer so reden und so was, nicht? Von der alten Insterburg-Truppe, wo Sie ja auch der Namensgeber sind, gab es einen, der mit Abstand der lustigste war, der immer für die Kracher gesorgt hat, oder waren Sie so ein eingeschweißtes Team? Naja, meistens der Karl natürlich. Ich hatte früher ja nur Solo-Gitarre gespielt und
hin und wieder ein Lied. Und so in Karl habe ich dann gelernt, die ganze Zeit zu quatschen. Ich habe nie was gesagt. Dann nachher haben wir gegenseitig uns so hochgeschaukelt. Nicht? Peter hat dann manchmal was gesagt, der Jürgen, aber meist uns ausgedacht haben, Karl und ich. Ja. Was machen Sie am 90. Riesenparty? 19, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auf Lanzarote. Da habe ich eine ehemalige Freundin, die will immer, dass sie da hinziehe. Ich bleibe aber lieber bei dem schönen Novemberwetter hier. Also Sie können ja ab und zu mal hingehen. Viel Spaß dabei. Mein Rekord war 7-mal im Jahr. 7-mal im Jahr in Lanzarote? Der Liebe wegen, das muss eine tolle Frau sein, oder? Aber das kosteten die Flüge nur 180 Mark und jetzt kostet es 750 Euro. Da fahre ich seltener. Aber Sie fahren heute noch der Liebe wegen dahin? Naja, so die Landschaft ist schön. Wunderbar, genießen Sie die weiter. Es gibt verschiedene Schichten von Liebe, nicht? Das ist eine ganz andere, aber eine dauerhafte, nicht? Wir waren 5 Jahre zusammen, richtig so. Und jetzt nur so, telefonieren jeden Tag und so, fühlen uns sehr nah. Brauchen es nicht jeden Tag zu sehen oder die grauen Haare zu zählen. Aber Sie wollen doch nicht dahin gehen und mit dieser tollen Frau des Lebens den Abend Lebensabend verbringen? Ja, na, Lebensabend weiß ich ja nicht. Naja, nee. Ich springe in den Vulkan und spare Begräbnis. Ich habe noch im Radio gehört, Feuerbestattung kostet 6.000 Euro, ein Sarg 8.000. Wenn ich in den Vulkan springe, kostet es nichts. Ja. Und Lanzarote hat einen Vulkan. Würde ich sagen, viel Spaß dabei, Herr Insterburg. Super, vielen Dank. Vorher trinke ich natürlich eine Flasche Whisky. Trinken Sie die noch so regelmäßig, so jeden zweiten Tag? Nee. Nix, kein Alkohol mehr, seit 1980 nicht mehr. Rauchen auch nicht mehr? Nee, endgültig. Aber vermisse nichts, hab kein Appetit darauf. Wirklich der Gesundheit halber aufgehört oder einfach, weil Sie gesagt haben... Quatsch, ist zu rauchen ist unbestritten, Selbstmord in kleinen Schritten, nicht? Und saufen auch. Ich hatte mal 3 Monate jeden Tag eine Flasche Whisky getrunken. Da kriegt man Angstgefühle, muss man mal weiter trinken. Und abends ging ich in eine Kneipe 4 Liter Bier trinken. Da ich aufgehört habe, 2 Stunden richtig Angstgefühle permanent gekriegt. Und dann war es vorbei. Da hatte ich mir einen Jaguar 12 Zylinder gekauft, bin morgens über die Stadtautobahn der Sonne entgegengefahren. War so glücklich, dass ich die Hölle hinter mir gelassen hatte. Ja. Das hört sich nach viel Lebenserfahrung an und jetzt sind Sie gesund. Herzlichen Dank, Herr Insterburg. Ich danke auch.